Wenn Schüler Schlange stehen, gibt es entweder etwas Leckeres oder mehr Macht. Zumindest an vier Soester Schulen. Denn dort durften die Schüler Bürgermeister und Stadtrat wählen. Also verwandelte sich der Klassenraum in ein Wahllokal, in dem die Schüler ihre Stimme abgaben. Und für wen, war wohl überlegt. Also wir haben von unserem Lehrer haben wir Zettel bekommen, Informationen über die Politiker und haben uns dann das durchgelesen und haben halt geguckt, ob das mit unseren Interessen übereinstimmt. Denn die Schüler wissen, was sie wollen und was sich in Soest verändern muss. Den Zettel zweimal falten und dann in die Wahl. Ja, ich würde sagen, das City Center ist für mich ein bisschen langweilig gestaltet. Da könnte man auch mal ein bisschen mehr ausschmücken, von Geschäften her auch. Und das ist für mich nicht wirklich dann ein Center. Und auch die Grünflächen werden hier immer weniger. Das finde ich ein bisschen traurig. Mit Leidenschaft und Eifer füllte sich die Wahlurne. Also ich fand es auch sehr interessant, dass wir auch mal unsere Meinung äußern konnten und wie wir politische Entscheidungen so treffen würden. Ja, fand ich sehr toll. Und während die einen noch anstanden, wurde es im Börde Berufskolleg schon ernst. Denn dort ist ein Karton mit den ersten ausgefüllten Stimmzetteln angekommen. Akribisch wurden sie ausgezählt. Auch an der Hannah-Arendt-Gesamtschule kam eine gut gefüllte Wahlurne an. Und die Auswertungslisten füllten sich. Am Ende stand das Ergebnis fest, denn die meisten der mehr als 1000 Schüler hatten ihr Kreuz an derselben Stelle gemacht. Und die Lehrer sehen sich in ihrem Gefühl bestätigt. Tatsächlich, wir spüren das ja, wenn wir im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern über die Themen sprechen, aber es ist auch empirisch einfach so, dass diese Politikverdrossenheit, die immer wieder beschworen wird, sich so gar nicht äußert. Es gibt eine Distanz zu den etablierten Parteien, aber die Schülerinnen und Schüler sind im Prinzip engagiert, engagieren sich auf andere Art. Die sind nicht Politik oder Themen verdrossen.